So, und zwar mal eine kleine Special-Folge. Der Donny, der Silas und ich, wir haben uns mal wieder einen Minecraft-Server gemietet. Haben wir schon ganz schön was gebaut. Und es ist zwar nicht viel, was wir bisher gebaut haben, aber ich wollte trotzdem mit Landeslash schon machen. Vorhin war der Silas noch online, wollten eigentlich fragen, ob wir das zusammen machen. Aber da mache ich halt fix zumindest Let's Show alleine. So, da connect mal immer mit drauf. Ich muss auch leider mit dem Standard Texture Pack spielen, weil vorher hatte ich einen 128er drin. KOB Vanilla Fotorealisim 128er. Aber da mein Rechner nicht so wirklich das geile Teil ist, muss ich leider mit dem Standard Pack spielen. Und der Firma. Ist eigentlich mal durch die Welt hier, was wir alles zugebaut haben. Ja, klar. Gut. Fangen wir hier am besten mal an. Hier, die hat erst der Silas kürzlich gebaut. Kürbisform. Ah, das habe ich vorhin erst gebaut. Und zwar. Ja. Ein paar Wasserkanälen, einfach ein paar Kürbisse nahe. So hat es der Silas gebaut. So hätte ich es auch mit meinen Kürbissen der Trieb machen sollen, aber ich habe es wegen anders gebaut. Weil, Melonen genauso wachsen wie Kürbisse. Ich habe es so 3x3 gemacht hier, weil die ja nach allen vier Seiten wachsen. Und da habe ich mir halt 1, 2, 3, ja, sei schon bei ein paar Plantagen hier geworden. Machen wir auf den Baum hier drauf. Gucken wir mal. Also sei schon ein paar ganz schöne Plantagen geworden. Und ja, hier, da haben wir dann so einen Truckwag angelegt. Da führt dann hier zu unserem Haus oder Haupthaus hoch jetzt mal. Und zwar. Ist hier der Eingang, da haben wir mit Leaves, also mit den Blättern, ein paar Hecken gezogen, zwei hoch, damit dann der Zombie in unseren Garten rennen. Da führt halt hier die Brücke hin. Und hier, das Tor ist eigentlich auch ganz lustig, wir haben hier so einen Leaf, also so einen Blätterbogen gemacht. Da kann ich das Gitter hier jederzeit, wie ich lustig bin, runter machen. Gut, bevor wir hinten einen Garten machen, machen wir uns erstmal hinten ein Haus. Du ist eigentlich noch nicht sehr viel eingerichtet. Hier haben wir eine kleine Küche gemacht. Mit den HD-Deckspeck sah alles ein bisschen besser aus. Haben wir hier eine kleine Sitzecke, halt hier Tisch, ein paar Druckplatten als Stühle, Ofen, Weichbank, müssen hier aber drin. Ach, los. Ja, los, das nehme ich dann mit. Ich suche es aber eigentlich dann erst, was da unten war. So, wie gesucht, hier ist noch nichts weiter. Hier hinten haben wir unsere Betten. Ja. Dann geht es hier in eine Color. Geht jeweils links und rechts zur Treppe runter. Hier eine Kiste mit Krimskrams, Workbench. Dann haben wir hier einen Color angelegt. Auf der Seite haben wir Zuckerrohr, das habe ich gemacht. Hier halt noch ein paar Öfen für die ganzen Erze, die wir holen. Dann hier haben wir, Kakteen angebaut. Und zwar hier die Löcher, da ist eigentlich Wasser, das erkläre ich aber eigentlich erst dann, was ich dort mit auf sich hat. Bin auch mit dem Schalter hier. Dann haben wir hier noch eine kleine Lagerhalle gebaut. Lagerhalle ungefähr betreten worden. Mit Recht. Haben wir immer zwei Kisten übereinander gemacht. Hier halt Nahrung, Gravier, bla bla bla, sonstiges, Erde und so. Und Zombie-Gedöns hat wahrscheinlich auch Silas geschrieben. Und ja. Ganz stolz bin ich auch drauf für die ganzen Erze, die wir gesammelt haben. Also ohne Scheiß hier die ganzen Stacks Eisenbarren. Lobby's Lotzli und Stack Diamanten und A6 Diamanten haben wir auch schon gefunden. Ist eigentlich. Das ist eigentlich. Sehr geil. Ne? So, das war's eigentlich hier schon. Und vom Color H. Wie gesucht, die Welt ist noch ein Gruß für den Gang, weil ich auch noch baue. Da ist aber noch nicht ganz fertig. So. Dann machen wir uns mal aus dem Garten. Hier, das habe ich auch vor kurzem erst gemacht. Hier deine Zuckerrohrplantage angebaut. Holzdach drüber, fertig ist der Lack. Hier haben wir einen Schotterweg angelegt. Machen wir erstmal rechts hier. Ja, ich habe mir als kleiner Fake eine Garteneisenbahn gemacht. Nachts fahren da auch manchmal mit Zombies und Spinnen drin rum. Ich verstehe es nicht. Haben wir uns hier verschiedene Gehege eingerichtet mit Kühen, die wir dann züchten. Und so das gleiche hier drehen. Wenn sie lassen, in der kranken Schaf vor. Und da haben wir sie alle, weil in der Umgebung hier haben wir keine Viecher gefunden, da mussten wir sie von weit her mit Getreide locken.
Und ja, der Schild an der Silas immer hier und du die Schiffe drin, da kommen die immer angerannt wie wild. Das ist schon krass. Hier, kleines Lava-Becken für Dinge, die man halt mal nicht braucht, halt einfach, kann man halt einfach mal hier rein haben. So, ich muss noch Glas reinfetten, gerade Eier. Dann ist nämlich hier hinten rum, kleines Gehege mit Schwein. Da haben wir noch nicht ganz so viele drin. Dann hier ist eigentlich das Herzstück von unserem Ganzen. Die Getreideanlage. Hier deswegen auch das Glas, hier ist vorne Creeper explodiert. Hoffentlich kriegt das der Donny nicht mit. Na, obwohl, wenn ich jetzt aufnahme, sieht er sowieso bei YouTube dann. Und zwar funktioniert das wie folgt. Hier oben ist Wasser. Hier drunter unter diesen Blöcken sind Pistons, die sich dann per Knopfdruck, der Schalter, der dort unten im Keller drin war, nur betätigen. Da fahren sich jeweils hier die Reihe und hier die Reihe Pistons runter, sodass das Wasser hier vorfließt, hier runter und dann halt das ganze Getreide wegspielt. Dann halt die Samen und das ganze Gelump. Halt alles noch scheiße. Das fließt dann alles, ist genau abgemessen, das Wasser genau bis hierher fließt, das fließt dann alles hier rein. Sammelt sich erst einmal hier, genauso wie hier drin, fließt auch hier rein. Das macht dann unterirdisch einen Keller. Muss, ist zwar nicht ganz so schlimm, aber man muss es mit Hand anbauen, aber das ist eigentlich uninteressant. Das kann ich eigentlich mal, ne, obwohl das Getreide ist noch nicht ganz gewachsen. Wir haben halt da eine Kiste mit Seeds und so. Jo. So, das war's eigentlich auf in der Ecke. Ah, Nacht. Jo, hat der Silas ein kleines Baumhaus gebaut. Ja, ein paar Stämme halt, wieder Blätter, Gelump. Ah, Kisten wieder mit Krimskrams, hier Gelump. Ein paar Etagen neu gezimmert. Fertig ist der Lack. So, halt ein paar Efen. Und hier unten geht's dann halt, geht's mal rechts weg und dann hier mal kurz runter. Hier ist zurzeit aber nur ein Gurkel drin, weil. Das ist die letzte Gehege. Da ist mal Creeper drin explodiert. Und da sei alle hinter drauf gegangen, bis auf der eine. Da müssen wir uns einmal wieder sehen, dass wir hier mal noch wieder ein paar Hühner reinkriegen. So. Dann hier geht's hier rüber. Das Steinhaus, das habe ich mir noch nie. Habe ich mir nicht richtig angeguckt eigentlich. Außer wo ich mir jetzt zuletzt in der Hölle bin. Ja, hier sind wir dann in der Hölle. Das ist allerdings auch noch nicht eingerichtet. Wie gesagt, wir hatten uns so fast angefangen. Irgendein Spinnen. Ja. Jawohl. Oh Junge, provozier mich hier nicht. Hier halt alles hier auf Schützen gebaut, ist jetzt Klump. Und dann, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Was haben wir noch? Ach ja, das Haus hier, genau. Das Geile wirklich an der Welt hier ist, unter unserem Haus und an der Gegend ist die komplette Gegend mit Höhlen und Canyons durchzogen. Das ist übelst Sorte. Es sind wirklich übelst viele Canyons. Und da haben wir hier einen Turm gebaut. Da geht dann ins Wasser rein. Das sieht man halt, wenn man hier den Ladder noch macht. Hier ist man dann nicht so im Wasser drin. Dann hier unten habe ich eine Grube gebaut. Da habe ich aber zu keinen Leitern, um dort nur mal runter zu gehen. Dann kannst du dann dort hinten weg, machst dann hier hinten hin und dann geht dort der Canyon los. Und da zieht sich ganz schön lang und ja. Ordentlich. Oh, jetzt regnet's auch noch. Ba-da-ba-ba-ba. Jetzt zeige ich euch eigentlich. Oh Gott, verdammter Ahmed. Ah ja. Oh, geht mal wieder einer auf den Sack. Och, geht mal auf den Sack, ey. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt mal noch die Mine. Die ist ja. Ah, irgendwo hier ist sie doch. Da haben wir erst Stein geformt, den wir dann später in verschiedene Richtungen Erze gesucht haben. Hier, das ist eben der Canyon daneben. Haben wir Asche ausgebeutet und hier geht es dann mal rechts weg. Und zwar, das ist auch genial, das ist jetzt gesucht, soll immer Stein formen. Da habe ich jetzt hier 3x3 Blöcke von hier aus bis runter Blackstone, hat unten geformt. Und damit es irgendwie schneller geht, damit ich nicht immer die ganzen Stacks raufdrücken muss, habe ich Minecart genommen, in eine Kiste eingestellt und mit Booster fährt es dann immer rauf und nur noch, damit es schneller geht, damit ich nicht immer unten bleiben kann, einloaden kann, fährt es den Knauf und das Gas wieder runterschicken, fertig ist. Das geht hier ganz schön nur noch, muss ich sagen. Haben wir nicht immer hier Minecart.
Ja, das war unten sehr gut. Dann laufen wir nur noch, spaßeshalber. Das ist eine ganz schöne Strecke. Das war eine ganz schöne Tortur hier, das zu bauen. Musst du mal aufpassen, wie du die Booster richtig lest, dass die erkennen. Was ist denn hier los? Ja, eben die Kiste fährt dann hier. Alter, eine Tiefe. Ich check's nicht. Rauf und runter. Da kann ich unten Steine, Erze, das ganze Klumpen einladen. Ja, mach ruhig runter. Und wo ich hier runtergekommen habe, bin ich dann wieder auf eine Hehle gestoßen. Weil man hier in der Region nur auf Höhlen stehst. Ich hab's ja schon gesucht. Aber Alter, bleib doch unten. Ah, mein Gott, kann man dann darauf fahren. Wie gesagt, hier unten Blackstone. Haben wir noch ein bisschen Redstone hier. Jetzt fährt das Ding auf. Das fährt man. Hier haben wir immer Stein geformt, das ist noch wegen Redstone. Na, ist unten eigentlich auch nicht. Wie gesagt, nur Stein formen. Toll, hab ich ja kein Minecart, konnten wir mal fahren. Warte mal, war das gerade eins? Ja. So. Kann man da fahren. Das ist eigentlich, das macht richtig Laune hier aufzufahren. Oh, jetzt steht hier das Minecart. Ja, das ist wohl nicht geplant. Am besten mal laufen auf, sei mal besser drauf. Das ist an der Schule. Was ist das von der. Ach ja, da hab ich gerade Erden gebaut. Oh, geh doch weg, du Scheißding. Das hab ich zusammen mit dem Silas gebaut hier. Also, das Verona hab ich gebaut, Schiene gelegt. Dann, wo der Tony connected ist, hat er dann nur noch geguckt, hat er dann gesucht. Eich Gott. Naja, ne. Aber das fressen ja, dass wir krepieren, graulich. So, jetzt war aber noch nicht alles. Geradeaus, das hab ich gebaut, unten ist eine Spinnen-Spawner-Falle. Hier hat er Silas und der Tony gebaut, unten ist auch wieder haufenweise Hehlen und das Gefetz. Das hier ist auch wieder ganz krass geworden. Und zwar ist es eine Spinnenfalle, eine Mobfalle. Mit Spawner halt. Und zwar funktioniert die wie folgt. Spinnen spawnen dort, sollten theoretischerweise jetzt auf mich zurennen. Diese Spinnen, ich hab mir kurz geschlagen, fallen dann hier runter, dort unten sind Kakteen. Und da die Spinnen zwei breit sind, fallen dann die Löcher rein. Und dann müssten die eigentlich grauerlich krepieren. Warte mal. Ah, genau. Ja, auf jeden Fall fallen die auf jeden Fall hier runter. Die Strömung schreibt die hier hin. Die sterben dort unten. Und dann, der Witz an der ganzen Situation ist, das Ding, die ganzen Monsterfälle habe ich hier in Canyon wieder gebaut. Ah, hier siehst du, hier sieht man es jetzt, ja. Die Viecher verrecken halt. Und die Rohstoffe, wenn sie halt welche haben, werden dann halt hier durch die Strömungen an den Sammelpunkt hier angespielt. So. Ach ja, und die Zoe, ich habe eine Race Minimap drin und da habe ich ja mal, wenn ich mich später nicht verlaufe, sieht man irgendwann an der Karte, habe ich mal so einen grünen Punkt gemacht, wenn ich weiß später, bei welchen Koordinaten mein Zuhause liegt. Was gibt es noch zu zeigen? Eigentlich gar nicht mehr so viel. Oder? Was gibt es noch? Ah ja. Na gut, das ist eine Kleinigkeit, aber egal. Da das Silas so geil immer auf Experimente mit irgendwelchen Viechern ist, hat er hier unten hier so eine kleine kranke. Ja, wie soll ich so? Kranke. Forschungseinrichtung gemacht. Sieht halt wirklich krank aus. Hat er schon viel reingelockt und die verschiedenen Hecken. Suche ich mir jetzt. Dass unterschiedliche Formen rauskommen. Ach, ich will gar nicht wissen, was hier an den Widerlichen noch abgeht. Ja. So, was gibt es noch? Ich darf ja nicht irre in der Gegend rumlaufen. Ich muss euch ja da auch was präsentieren.